Im Damen-Reserve-Mannschaften zwischen dem SV Concordia Hütte-Denneck in den grünen Dressen und dem SC Pfarrwerfen zunächst einmal die Gastgeber am Ball, die mit Edin Bokvic im Tor begannen. Dann die 7. Minute Eckball, Flanke, Schuss und Tor. Da ist das 1:0 herrlich gemacht durch Rasim Özyurt, die Nummer 16. Keine Chance für Philipp Lottermoser, da was zu machen. Ein optimaler Beginn für die Gastgeber aus Denneck. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir schreiben die 11. Spielminute. Die Gastgeber bringen den Ball nicht. Schuss, gut gemacht von Edin Bokvic. War nicht so einfach, wie es aussah. Spielstand 1:0. Dann die 32. Minute. Schöner Versuch, das Spielgeschehen findet sich im Mittelfeld. Die Nummer 15, das ist Tobias Illner, den wir im Vordergrund gesehen haben. Pass. Immer noch die Gastgeber am Ball. Wird hier nicht ausreichend. Schuss und dort, da ist der Ausgleich durch Thomas Schweiger in der 32. Minute. Und dieses 1:1 ist auch der Spielstand nach 45 Minuten. Auf jeden Fall vom Spielverlauf her absolut verdient. Dann die zweite Halbzeit. Es gibt Ecke. Nachschuss. Und Tor. Er scheitert zunächst. Und dem Nachschuss landete der Ball zum 2:1 im Tor durch Auron Krasnicki. Auch dieses Mal wieder die Führung für den SV Concordia hätte. Doch auch da blieb das Spiel spannend. Flanke. Und da ist der Ausgleich in der 67. Spielminute durch Alois Webinger. Wieder ein Freistoß, der allerdings über das Tor ging und somit keine Gefahr für die Gastgeber darstellte. Jetzt wieder das Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld. Die Nummer 8 ist übrigens Berkay Yilmaz vom SV Concordia heute und es gibt wieder einen Angriff. Schuss und Tor, weiterer Treffer, 3:2 durch Ahan Gökle, herrlich gemacht und auch dieses Mal eine sehr gute Aktion. Alles in allem ein sehr trefferreiches Spiel und so viel kann man auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon sagen. Dann wieder ein Elfmeter für die Gäste, die Nummer 9. Das ist Thomas Schweiger, der gegen Edin Bokvic antritt. Schuss und Tor, da ist das 3:3 durch einen Elfmeter. Und dieses 3:3 Unentschieden ist auch der durchaus gerechte Endstand in der Begegnung der beiden Reservemannschaften,